Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind die Aftermatch-Raketen dran von GBV Vego. Wir haben hier 15 Stück im Set. Gekostet hat das Set, glaube ich, 13 Euro. Gekauft wurde es bei der Feuerwerksvitrine. Und ja, ich würde mal sagen, sehen wir irgendeine NEM. Moment, ich schau mal. Die kleinen haben auf jeden Fall 14,56 Gramm. Und die großen haben eine NEM von 15,3 Gramm. Sprich, es sind keine Max-NEM-Raketen, es sind eher, sagen wir mal, 15 Gramm Raketen. Also Freunde, gehen wir trotzdem mal raus zur Zündung und schauen uns das Aftermatch von GBV Vego an. Sprich, für den holländischen Markt. So Freunde, jetzt machen wir hier mal das Aftermatch-Raketenset. Wir zünden mal zwei kleine. Schauen wir mal, wie die sind. Aha. Kleine, feine Raketen. Mal zwei kleine. Aha. Zweimal die gleichen, Silberblinker sogar. Dann haben wir hier nochmal ein paar kleine, zwei Stück. Ich treffe immer die gleichen. So, dann machen wir mal hier mal ein paar größere. Ja, von der Ausbreitung, vom Effekt her, hauen sie mich jetzt nicht vom Hocker. Leider. Nee, das ist nichts. Sind zwar lustig für, naja, sagen wir mal zwischendurch, aber schön sind sie nicht. Ja, vor allem das Blau. Also bei Blau erwarte ich schon einen schönen Zerleger. Und die letzten zwei. Ja Freunde, also schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr von den Set haltet. Bis zum nächsten Video.